So, Hallöchen zu diesem kleinen Tutorial bezüglich der neuen Zauberbücher. Zunächst einmal, wie bekommt man die neuen Zauberbücher? Eigentlich recht einfach, man verzaubert einfach hier die Bücher. Ach, jetzt muss ich... Ja. Dass man da ein ganzes Deck reinlegen könnte und dann das Buch sofort unten reinflitscht, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Auf jeden Fall so bekommt man sie einfach, die Bücher verzaubern. Jetzt haben wir hier bunt gemischt sämtliche Verzauberungs-, Explosionsschutz wäre zum Beispiel für Rüstung, Schusssicherheit, Schusssicher für Rüstung, Stärke für Bögen oder Waffen, Nemesis der Gliederfüßer und Schusssicher. Das sind natürlich nicht alle, es gibt, man kann da wirklich jede einzelne Verzauberung auf den Büchern bekommen. Und was ist jetzt das Besondere an den Büchern? Man kann diese jetzt ganz einfach auf Rüstung verzaubern. Nehmen wir zum Beispiel diese tolle. Oder auch auf Waffen. Zum Beispiel jetzt haben wir hier. Was ist das? Schusssicher. Natürlich immer noch das gleiche, dass sich die Rüstungsverzauberungen nicht stacken lassen. Also man hat entweder Schutz, Schusssicher oder Feuerschutz oder halt hier oder Explosionsschutz hat man halt drauf. Ich glaube, man kann sogar Waffenverzauberungen mit draufpacken. Wirkt sich dann auf die jeweilige Waffe aus. Sprich, wenn ich jetzt auf eine Rüstung, Nemesis der Gliederfüßer draufhau, habe ich den Buff auf meinen Charakter und kann dann mit jeder einzelnen Waffe diesen auch benutzen. Das ist besonders nützlich, wenn man gerade mal kein Diamantschwert zur Hand hat zum Verzaubern. Dann kann man es einfach mal auf den Diamantharnisch tun, der, wenn man gut ist, eh viel länger hält und kann diese Verzauberung so länger nützen. Was natürlich auch eine sinnvolle Sache ist, man kann zum Beispiel jetzt hier die Tool-Verzauberung, zum Beispiel hier Haltbarkeit, das bringt wohl am meisten, kann man jetzt hier einfach mal auf die Rüstung tun. Ah, das Geräusch. Ich mach mal ganz kurz leiser, dieses schrille Geräusch, das nervt so ein bisschen. Und hätte jetzt quasi eine sehr lange haltbare Weste zum Anziehen. Was auch geht, das ist zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Behutsamkeit und knallen es einfach mal auf eine Schere drauf. So, was macht Behutsamkeit auf der Schere? Man kann damit das komplette Schaf droppen, anstatt einfach nur die Wolle. Nur ein kleiner Scherz, das geht natürlich nicht. Aber man kann damit hier Cowwebs jetzt endlich ernten. So. Na. Hier sieht man jetzt auch toll innerhalb dieser Version die neuen 3D-Drops. Und so sind auch Cowwebs endlich außerhalb des Creatives Mode verfügbar und können geerntet werden. Was ist sonst noch neu? Erstmal wieder in Game Mode wechseln. Das ist die Verzauberung der Dornen. Na, hier. Thorns. Thorns ist eine Rüstungsverzauberung und bewirkt, dass die Rüstung Schaden ab und zu mal reflektiert. Das heißt, wenn ich auf allen vier Teilen Thorns drauf habe, kriegt der Zombie, der mich angreifen will, ordentlich eins übergebraten in dem Moment, wo er mich schlägt. Und jetzt haben wir hier auch schon eine sehr tolle Verzauberung, was man jetzt auch noch draufpacken könnte, was momentan ja mehr oder weniger den Füßen oder den Kopfteilen vorbehalten ist. Das ist hier zum Beispiel Wasseraffinität. Und schon habe ich eine maximal verzauberten Brustharnisch, der momentan zu 1.4 wirklich ja nur eine einzige Verzauberung zulässt. Nämlich entweder Schutz, Schussresistenz, Feuerresistenz oder Explosionsschadenverhinderung. Das eignet sich ganz toll, um sich wirklich so ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen Imba-Set zu machen. Alles schön mit Haltbarkeit. Auf jeden Fall lässt diese neue Kombinationsart wirklich einiges mehr an Möglichkeiten zu. Was, glaube ich, auch noch geht, das habe ich noch gar nicht getestet, das ist eine Verzauberung auf dem Feuerzeug. Das müsste ich jetzt mal gucken. Würde auch gehen. Sprich, jetzt haben wir ein haltbares Feuerzeug. Sprich, es geht... Ach ja, geht ja eh nicht kaputt. Sprich, es würde jetzt, wie man sieht, sehr viel langsamer kaputt gehen. Oder halt auch Verzauberung auf der... Oh, das arme Hühnchen. Verzauberung auf der Sense.
Vielleicht Haltbarkeit hier drauf, würde dann auch länger halten, natürlich auch auf der Angel. Oder was hier bei Tools noch gar nicht aufgeführt ist, wo steht das eigentlich? Oder, ach da, die Karottenrute. So viel zu diesem kleinen Einblick in die Zauberbücher. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und euch einen Überblick geben, was ihr jetzt alles kombinieren könnt. Was zum Beispiel auch nicht geht, das ist zum Beispiel Glück und Behutsamkeit. Denn die beiden teilen sich einen Slot, genau wie Schutz und die ganzen anderen, die ich eben aufgezählt habe. Tschüss!